So, Endspurt. Also, dann gucken wir mal. Blub, 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 blub. Passt alles. Ja, zur letzten Aufnahme war wieder ein bisschen kürzer. Kommt manchmal vor. Dafür kann die jetzt so lange gehen, wie ich möchte. Schauen wir mal. Probieren wir es zu verteidigen. Es wird nicht leicht. Gandalf ist ziemlich mächtig. Faramir ist Mem, Aragorn. Und die anderen Truppen. Puh. Aber wir probieren es. Es wird nicht leicht. Es kommt doch ganz stark drauf an, wie der Gegner kämpft. Aber das sehen wir jetzt gleich. Ah, nee. So. Die können dahin. Die können dahin. Und die können sich hier aufstellen. Schön in einer Reihe. So. Schauen wir mal, ob und wie das wird. Ja, die Orks sind mir jetzt eigentlich ziemlich egal. Jetzt halt die Frage. Greift der Gegner an oder nicht? Wenn ja, von welcher Seite? Aber ich glaube, ich sehe ihn schon auf der Minimap. Schaut eigentlich ganz gut aus. Oh oh. Okay. Na, bisher schaut das eigentlich ganz gut aus. Ah, hätte viel schlimmer ausgehen können. Hätte wirklich sehr viel schlimmer ausgehen können. Aber ich glaube, es passt. Ah, der Aragorn. Er hat ein paar Probleme. Der danced hier so ein bisschen. Oh. Los geht's! Jetzt will ich angreifen! Yay! Elendil! Süß. Richtig süß. Oh, das tut weh. Noch mehr Elendil oder hat sich Elendil erledigt? Oh, das hat er eingenommen. Böse, böse. So, mehr Urukruben. Sie greifen die Säge weg. Macht dich nützlich. Auch sehr schön. Ah, der Gegner macht ganz schön Druck hier, also
Es wird gar nicht so einfach, wie ich mir das gewünscht hätte. Vor allem, da jetzt da unten den Müll hat. Sehr böse. Böse Gegner. Na, die Armee ist nicht groß genug, das ist ja das Problem. Die ist einfach viel zu klein. So eine Winz-Armee. Die ist echt klein. Oh, schöner Kriegsschrei. Na, das ist nicht klug, da jetzt eine Festung zu bauen zu wollen, wenn da gleich Reiter stehen, die alles kaputt machen können. Definitiv nicht klug, das zu versuchen. Aha. Oh Gott. Jetzt wird's knifflig. Ja, das war klar. Dass er das probiert, war mir eigentlich klar. Aber das kann ich zum Glück verhindern. Da los. Irgendwann wirst du wohl. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Oh Gott, Hobbits. Hm. Hat die Festung das überlebt, bitte? Danke. Gut. Nee, die ist nicht groß genug. So. Ja, ich bild halt einfach von allem überall irgendwas aus, spam den Gegner zu Tode und gewinne. Das ist meine Strategie. Meine Gewinnstrategie. Und meistens funktioniert die auch. Oh. Sägewerk ohne Leute ist nutzlos. Auch das habe ich schon begriffen. Ja, nee, das gewinne ich. Obwohl die Titans echt ein Problem sind, aber mit der Zeit schaffe ich das schon. Habe ich eigentlich umgeswitcht? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Doch, habe ich. Passt alles gut. Ist immer sehr wichtig. Ein Fehler und das war's. GG. Ah, der Feind gibt schon auf. Yay. Tschüss, Noob-Gegner. Verzupf dich. Ich glaube, die Rohirrim haben einen der besten Todesschreie. Ja. Denke ich mal. Ist so meine Ansicht, wenn ihr wollt. So, wo gehen wir als nächstes hin? Ich glaube, Fornost machen wir noch. Das lässt sich immer ganz gut verteidigen. Und dann... Dann schauen wir mal. Aber ich glaube, da mache ich echt Pause. Habe ich jetzt 2 Stunden aufgenommen. So vor sich hin zocken ist gar nicht so anstrengend, aber reden, aufnehmen, Zeugs machen, blub, blub, blub. Hunger? Hunger vor allem, ja.
So. Macht euch wieder an die Arbeit! Ihr werdet nicht gefaulet! Aufwachen! Bewegung! Schnell! Ja, das passt schon. Wir haben den Feind gefunden. War nicht schwer. Ui, da ausgerüstete Leute. Oh oh. Okay. Dann wird's knifflig. Dann wird's wirklich knifflig. Muss ich aufpassen, dass ich ihn nicht reinlasse. Zumindest nicht so ohne weiteres. Viele Truppen habe ich nicht. Problematisch. Los! Wir müssen kämpfen! Ich will wüten! Ich verstehe, was er will wühlen, aber das macht irgendwie keinen Sinn. Das muss wüten heißen. Glaube ich zumindest. Vielleicht liege ich auch falsch. Wer weiß das schon. Sehr gut. Spätestens, wenn man kein Geld mehr hat für Dunland-Menschen, weiß man, dass man ein Problem hat. Und wenn man das dann immer noch nicht weiß, dann spätestens, wenn man sich keine Hobbits mehr leisten kann. Weil dann ist wirklich vorbei. Wenn man sich keine Hobbits mehr leisten kann. Also das sollte das letzte Anzeichen sein für... Oh oh! Probleme. Aber das läuft eigentlich ganz gut. Hier hinten räume ich auf. Hier bin ich so ungefähr am Verteidigen. Jetzt bauen wir hier mal zwei Sägewerke hin. Können nämlich hier die Bäume, aber ein paar Bäume hat es hier schon, das ist gar nicht so schlecht. Diese Zierbäume und alles. Kann alles weg. Times! Hätte nicht gedacht, dass ich das so schnell gewinne, das Spiel. Also diese Schlacht. Aber es sieht so aus. Das ist ganz gut. Das sollten wir uns auch einnehmen. Holen, wie auch immer. Tynes! Tynes, 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 tot. Vornost Klappturm. Aha. Schon entdeckt den Tranduil. Dran. Und zwei sind wir. Gewonnen! Woo! Okay. Na ja, super. Das war echt schön. So. Ich mache jetzt aber, auch wenn es wieder eine kurze Folge wird, erstmal jetzt Pause. Die brauche ich jetzt. Aber es schaut ganz gut aus. Wir haben jetzt einige Territorien weggenommen. Die Schlacht müssen wir noch schlagen und hier die. Wenn ich hier verteidige, dann nehmen wir Mordor hier was weg. Nämlich den Schicksalsberg. Das wäre sehr gut. Ich nehme Mordor hier was weg. Hier kriegt Mordor nichts Neues. Hier auch nicht. Dann hat Mordor nur noch drei Dinger. Das ist halt doof, weil ich hier nur mit zwei... Ich werde noch 1, 2, 3, 4, 5 Züge wahrscheinlich brauchen, um Mordor zu vernichten. Das ist schon einiges. Vielleicht kriegt die Menschen noch irgendwo kaputt, aber die haben noch einiges an Territorien. Ne? Naja, mal schauen. Mal schauen. So, heute ist aber gut. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge?
lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.